Ich freue mich sehr. Bei uns ist jetzt unser zweiter Kapitän, unser derzeitiger Kapitän, Christian Schulz. Christian, grüß dich. Hi. Ja, grüß dich. Hi. Gestern das Länderspiel geschaut? Ja, das Länderspiel habe ich mir angeguckt. Ja. Und was hast du zum Ausgleich in der Nachspielzeit? Ja, ist natürlich ärgerlich. Eigentlich ist es so gekommen, wie eigentlich viele schon das befürchtet hatten, dass nach der WM natürlich so vom Kopf her ist natürlich alles ein Tick schwieriger. Jeder möchte gegen den Weltmeister natürlich auch was mitnehmen, was holen. Und ja, dann ist es immer ein bisschen schwierig. Sie haben es eigentlich ganz gut gemacht. Aber okay, wenn du dann 1-0 vorne liegst und dann in der letzten Minute den Ausgleich kriegst, ist natürlich ärgerlich. Super ärgerlich. Länderspielpause bedeutet auch immer bei uns, dass, spielfrei ist. Mhm. Liegt ja auf der Hand. Am letzten Wochenende waren 2 Tage frei. Wie hast du die Zeit genutzt? Ja, wir hatten am Freitagvormittag war ja noch Training und danach habe ich meine Frau geschnappt und dann sind wir mal 2 Tage nach Berlin gefahren, haben da ja noch Freunde. Und ja, Berlin ist eigentlich immer eine Reise wert, kann man viel sehen, viel erleben. Waren dann abends noch bei der Blue Man Group, haben uns das angeguckt. Aber auch ein ganz schönes Event. Und dann sind wir. Zu empfehlen? Ja, kann man machen. Muss man jetzt nicht unbedingt machen, aber ist mal eine gute Abwechslung, das mal gesehen zu haben. Und dann sind wir am Sonntag dann auch wieder zurückgefahren. Bist du denn der Typ, wenn trainingsfrei ist, der auch mal gerne eine Stunde länger schläft, oder bist du trotzdem immer morgens früh wach? Ja, man hat so den Rhythmus, hat man ja schon drin. Also ist jetzt nicht so, wenn man morgens immer dann so 7, 7:30 aufsteht, dass man den Tag danach, wenn man mal frei hat, dann bis 10, 11 schlafen kann. Man ist dann zwar schon wach, aber man dreht sich dann nochmal um, kann nochmal ein halbes Stündchen, 3, 4 Stündchen bleibe ich dann gerne auch mal länger im Bett. Ja. Du hast jetzt unsere Mannschaft die ersten 7 Spiele aufs Feld geführt, hast die kompletten Spiele durchgespielt. Wie bewertest du Stand jetzt so den Saisonstart, die erste? Ja, die ersten 7 Spiele von unserer Mannschaft. Ja, nach den ersten 4 hätte ich wahrscheinlich gesagt, super toller Start. Jetzt ist es so, dass es ein normaler Start ist. Also die 10 Punkte, die haben wir, das ist auch erstmal gut so. Sicherlich war es jetzt in den letzten Spielen, haben wir nicht ganz unsere optimale Leistung gefunden. Wir wollen das natürlich am Wochenende dann besser machen. Aber unterm Strich ist das schon noch alles in den normalen Bahnen. Wir haben 3 der 7 Spiele haben wir 0 gespielt. Defensiv sind wir eigentlich ganz gut drauf. Wo müssen wir denn deines Erachtens noch eine Schippe drauflegen? Die letzten 6 Spiele hat es defensiv sehr, sehr gut geklappt. Klar, in München ist es dann ein bisschen in die Hose gegangen. Aber grundsätzlich sind wir da eigentlich mit dem Defensivverbund sind wir eigentlich sind wir ganz zufrieden. Und da zähle ich nicht nur die Abwehr mit dazu, sondern auch die Mittelfeldspieler, die Stürmer, dass sie vorne immer wieder auch draufgehen, immer Pressing spielen. Sicherlich können wir noch das ein oder andere Tor mehr schießen, aber da sind auch nicht jetzt nur die Stürmer dafür verantwortlich, sondern auch im Mittelfeld oder auch die Abwehrleute. Bei Standardsituationen müssen wir gefährlicher werden. Es sind noch viele Punkte, die wir auch noch verbessern können, dass wir noch besser dastehen. Du hast auf dem Weg hier hoch zum Interview, wir sitzen ja in der VBN-Lounge, schon gesagt, dass du den Aufruf bei Facebook gelesen hast und wir möchten da jetzt auch zu kommen, zu 2 Fragen von unseren Fans. Die erste Frage, die kommt von, bisschen schwer, Chef Henk. Könntest du dir dein Karriereende bei 96 vorstellen? Ja, das habe ich ja schon häufiger gesagt, dass ich mich eigentlich sehr, sehr wohl fühle hier. Meine Frau fühlt sich auch sehr wohl. Der Verein gibt mir eigentlich alles, um mich hier auch wirklich wohl zu fühlen. Und ich liebe es, hier im Stadion zu spielen, mit den Fans drumherum. Die Mannschaft ist intakt. Von daher könnte ich mir das sehr, sehr gut vorstellen, auch meine Karriere hier in Hannover zu beenden. Was käme denn dann nach der Karriere? Bist du eher so der Trainertyp oder der Sportdirektortyp? Oder ist das noch zu weit weg? Ich meine, also bei mir, erst 31. Ich stelle mir eher die Frage, bleibe ich im Fußball oder mache ich was ganz anderes? Und da tendiere ich natürlich schon dahin, durch die letzten Jahre, durch die Erfahrung, die man ja auch gemacht hat als aktiver Fußballer, dass man schon in dem Segment Fußball bleiben sollte oder ich das auch gerne möchte. Was da dann hinaus, in welchem Bereich es genau geht, das weiß ich jetzt noch nicht ganz genau. Schauen wir dann mal, wenn du in 10 Jahren deine Karriere bei uns beendest. Wa? Ja, 10 Jahre, das ist noch eine lange Zeit. Kimberly Soprano fragt, wer war dein bisher schwierigster Gegenspieler? Gibt es da welche? Gibt es einen Top 3? Ja, also wirklich ganz, ganz oben auf meiner Liste, das war aber noch zu Bremer Zeiten damals.
Da habe ich sehr, sehr ungern gegen David Odonkor gespielt, weil der Junge einfach pfeilschnell war. Mit ihm habe ich auch zusammen nach U21 gespielt und wir in Bremen eigentlich immer sehr, sehr hoch gestanden haben. Und wenn die Bälle dann hinter die Abwehrfallen gefallen sind, dann musste man natürlich immer hinterherlaufen und ist schon schwer, den Jungen dann wieder einzuholen. Und ja, also sonst Top 3. Klar, ein Arjen Robben ist immer schwer zu verteidigen. Hat sich nochmal gesteigert im 1 gegen 1, geht jetzt auch häufiger mal über die rechte Seite. Das ist sehr, sehr schwer auszurechnen. Ja, die beiden würde ich jetzt eigentlich explizit nennen. Ein Dritter. Es gibt sicherlich noch den einen oder anderen, der sehr, sehr unangenehm ist zu verteidigen, aber jetzt so spontan fällt er mir nicht ein. Haben wir ja schon mal zwei. Sie hat ja nur nach einem gefragt. Ja. Prima. Gladbach heißt unser nächster Gegner. Du hast gegen Gladbach, weiß nicht, ob du das weißt, deine meisten Tore geschossen. 3 Stück an der Zahl. Sehen wir am Samstag das 4. Wäre natürlich schön. Also das wusste ich jetzt gar nicht, dass ich gegen die Gladbacher am meisten... Und gegen Werder hast du auch 3-mal getroffen. Ja, gegen Bremen, da kann man sich natürlich... Da erinnere ich mich dran, dass ich da häufig getroffen habe. Gegen Gladbach wusste ich es jetzt gar nicht so. Aber klar, für einen Abwehrspieler Tore zu schießen, ist immer was Besonderes. Wenn es jetzt am Wochenende klappt, würde ich natürlich nicht Nein sagen. Gladbach ist bisher ungeschlagen in 7 Partien, also schon mal ein ziemlich großes Kaliber mit Tabellen und Tabellendritter. Uns hat auch eine Stimme aus Gladbach von den Kollegen von Fohlen TV erreicht und die hören wir uns jetzt mal an. Wir wollen Revanche für was passiert in Hannover letzte Saison, wo wir, ich glaube, 3-1 verloren. So, wir wollen eine Revanche haben und eine gute Leistung und ein paar Punkte nehmen zurück zu Gladbach. Was möchtest du diesem Unterfangen entgegnen? Ja, das ist sehr optimistisch, was der Gladbacher Spieler da sagt. Aber klar, wir spielen hier zu Hause, wir haben unsere Heimspiele alle in dieser Saison gewonnen und wollen damit eigentlich auch nicht aufhören. Also von daher gehe ich davon aus, dass die Gladbacher mit 0 Punkten leider nach Hause fahren müssen. Die Punkte bleiben hier. Schulle, herzlichen Dank für deine Zeit und viel Erfolg für Samstag. Danke.